Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hannah und ich stelle Ihnen heute die Jolifin Buffer und Buffer Fallen sowie deren Einsatzzwecke vor. Buffer und Buffer Fallen bestehen aus einem weicheren Material und werden hauptsächlich auf dem Naturnagel zum Mattieren und Polieren verwendet. Sie eignen sich aber auch, um die Modellage mit Gel oder Acryl zu glätten oder zu polieren. Zunächst stelle ich Ihnen die Jolifin Buffer vor. Buffer sind Schleifblöcke, die aus einem soften Schaumkern bestehen und auf allen vier Seiten mit einer feinen Körnung besetzt sind. Da die Fallblöcke so weich und fein sind, sind Verletzungen an der Nagelhaut beim Fallen so gut wie ausgeschlossen. Dies ist besonders vorteilhaft am Nagelrand, wenn dieser zur Prophylaxe gegen Liftings sorgfältig mattiert bzw. der gegelte Nagel nachgearbeitet wird. Buffer werden zum Mattieren der Naturnagelplatte verwendet, das heißt zum vorsichtigen Abschleifen der natürlichen Glanzschicht. Damit wird der Nagel optimal auf die nachfolgende Modellage vorbereitet, ohne dass er zu stark ausgedünnt wird. Der Nagel bleibt gesund und wird nicht unnötig strapaziert. Darüber hinaus eignen sich Buffer auch, um leichte Unebenheiten bei einer modellierten Gelschicht abzuschleifen. Die Modellage wird geglättet, sodass sie einen ebenen Untergrund erhalten. Das ist zum Beispiel vor dem Bemalen des Nagels mit einem Motiv oder der Versiegelung angebracht. Buffer gibt es in verschiedenen Farben. Beim Pretty Nail Shop in Weiß, Lila oder Rosa. Sie sind alle für den gleichen Verwendungszweck wie gerade beschrieben gedacht. Außerdem gibt es spezielle Buffer für bestimmte Modellagetechniken. Zum einen den Jolifin Fallblock Lila für Acryl. Dieser ist insgesamt gröber, da Acryl relativ hart ist. Er hat drei schwarze Seiten mit jeweils einer anderen Körnung und ist für das Glätten und Nachbearbeiten von Acryl geeignet. Dabei kann nacheinander von der gröbsten zur feinsten Seite gearbeitet werden. Zum anderen den Jolifin Fallblock Orange für Fiberglas und Seide mit auch drei schwarzen unterschiedlich gekörnten Seiten. Er ist insgesamt feiner als der Acryl-Fallblock und auf das Befallen des gehärteten Resin ausgelegt. Diese beiden Blöcke eignen sich nicht für die Behandlung des Naturnagels. Als nächstes einige Informationen zu den Buffer-Fallen. Buffer-Fallen sind genau wie die Fallblöcke für Feilarbeiten auf dem Naturnagel oder für das feine Nacharbeiten und Glätten des modellierten Nagels gedacht. Sie haben einen flexiblen Kunststoffkern, der beidseitig mit einem weichen Material und soften Kanten beklebt ist. Es gibt sie in verschiedenen Farben und Körnungen. Buffer-Pfeile Lila als gröbere 120er, Buffer-Pfeile Rosa als feinere 180er und Buffer-Pfeile Weiß in noch feinerer 320er Körnung. Die Jolifin Speed-Pfeile ist darüber hinaus mit einem Spezialschleifpapier in der Körnung 320 auf der gelben Seite und 600 auf der rosa Seite beklebt und eignet sich zum ultraschnellen Mattieren. Die geraden Jolifin Buffer-Pfeilen sind ca. 18 cm lang und 3 cm breit und liegen damit sehr gut in der Hand. Sie sind besonders flexibel und daher perfekt für den Naturnagel geeignet, ohne dass sie Verletzungen an der Haut verursachen können. Sie sind desinfizier- und abwaschbar. Die letzte Kategorie stellen die Polierblöcke dar. Polierblöcke sorgen für den perfekten Glanz von Acrylnägeln. Acryl ist nach der Aushärtung matt und muss für die ideale Optik auf Hochglanz poliert werden. Außerdem können mit ihnen Gelnägel nachpoliert werden, damit sie noch mehr strahlen. Pretty Nail Shop hat dafür den Jolifin Hochglanz Polierblock und den Jolifin Hochglanz Polierblock Studio Line im Sortiment. Letzterer ist in besonders hochwertiger Ausführung und bietet noch mehr Glanz bei weniger Zeitaufwand. Hochglanz Polierblöcke bestehen wie andere Buffer aus einem soften, aber weniger biegsamen Kern. Die vier Außenflächen der Hochglanz Polierblöcke sind mit unterschiedlichen Körnungen besetzt. Sie beginnen bei der Politur mit der gröbsten Seite, dies sind bei beiden Blöcken die grauen, schmalen Seiten. Danach verwenden Sie die nächst feinere Seite in Grau bzw. Lila und zum Schluss die lederartige Seite, die bei beiden Blöcken weiß ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen viele nützliche Tipps zur Anwendung geben und wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem Nageldesign.
Unsere gesamte Produktpalette finden Sie in unserem Online-Shop unter www.prettynailshop24.de oder in einem unserer Jolifin-Stores. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.